Glück auf und hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Runde Combat Mission. Mein Name ist Headbreaker und ich begrüße euch in der letzten Mission von Shock Force 2, die Kunst des Krieges. Wir sind mit unseren Bundis grob durch Syrien durchgerasselt und jetzt liegt es daran, diese Brücke hier zu nehmen und daran setzen wir jetzt alles. Unser erster Zug, beziehungsweise unser nicht erster Zug, sondern der dritte Zug, aber der erste, den wir rübergebracht haben, hat jetzt schon übergesetzt. Ihr seht, hier haben wir die dritte Sektion und hier haben wir die anderen beiden. Die haben jetzt quasi hier das andere Flussufer schon mal angenommen und werden jetzt diesen Brückenkopf halten, damit die restlichen Züge nachziehen können. Die Pioniere werden bald hier, wenn hier die Mörser runtergekommen sind, hier vermutlich ihre nächsten, hier auch ihre ersten Jungs rübersetzen. Aber den Pionieren ist schon böse mitgespielt worden. Ihr seht das hier, die erste Gruppe der A-Trupp, von dem ist nicht mehr viel übrig. Ja, insgesamt sind das also noch 3 Mann. Auch hier sind es nur noch 4. Hier, also die Pioniere haben schon dolle geblutet im Rahmen dieser Kampagne vorher schon und haben hier jetzt halt weiter geblutet. Und von denen ist nicht mehr so viel über. Da zieht sich bei mir auch leider ein kleines Muster durch, denn in meiner Kampfgruppe Piper-Kampagne mussten die Pioniere auch ganz schön leiden. Nichtsdestotrotz, wir werden jetzt denen ja ein wenig Zeit geben, sich zu erholen. Denn natürlich war das Übersetzen sehr anstrengend für die. Werden hier aber schon mal die Gruppe rübersetzen, damit die hier so ein bisschen Sicht gewinnt. Und dann werden wir hier bereit machen, dass der erste Zug, weil die hier schon so relativ gut in der Position sitzen, dann quasi nachziehen kann. Ihr seht, vom ersten Zug ist auch gar nicht mehr so viel über, denn die zweite Sektion hat es da quasi schon zerrissen. Die gibt es schon quasi nicht mehr. Ärgerlich. Ja, nichtsdestotrotz werden die jetzt hier übersetzen. Kaputt ist kaputt, hinterherweinen lohnt sich da wenig. Denn wir brauchen die Feuerkraft jetzt auf der anderen Seite. Ah, die Jungs müssen rüber, damit wir hier überhaupt eine Chance haben, Tiger zu sichern, wenn wir Tiger haben. Also wenn wir es schaffen, Tiger einzunehmen, dann wird die ganze Lage für uns schon ein bisschen besser. Wir geben denen jetzt hier allerdings... Nee, hier brauchen wir keine Pause, die sind weit genug weg. Die dürfen von Granatsplittern nicht getroffen werden. Aber die Pioniere müssen noch warten mit dem Übersitzen, weil sonst werden vermutlich Granatsplitter die ausschalten. Und das wäre schade drum. So. Abgefeuert. Ende. Denn hier dürften jeden Moment dürfte ja Fire for Effect ankommen. Oder wie der gute alte Taktikfuchs sagt, Fire Perfect. Ja. Da kennt er nichts. Beim Fuchs schießen die Artilleristen Aufschlag. Immer perfekt. Oh, ist aber schon wirklich dicht dran. Wirkungsschießen, kommen. Danke, Wirkungsschießen. Denn da wissen wir, sitzt noch Feind drin und der nervt uns und den hätten wir jetzt ganz gerne mal weggezaubert. Allgemein würde ich jetzt persönlich meine Feindkräfteerwartung wieder ein bisschen runterschieben, wenn jetzt keine Verstärkung vom Feind mehr ankommt. Ihr erinnert euch ja, dass ich in der ersten Folge, wenn ihr da zugeguckt habt, gesagt hatte, ja, Feindstärke wird wohl so vermutlich auf... Oh, da läufst du aber nicht gut, Kumpel. Ja, das war zu erwarten. Da haben die aber echt Pech gehabt. Oh.
vielleicht nicht der beste Punkt, um da hinzufliegen. Möglicherweise. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber weil ihr mich so geärgert habt, gucken wir uns das ruhig nochmal an. So, die denken sich, oh, da hinten kommt ja Artillerie rein. Das ist jetzt aber doof, da wollen wir gar nicht sein. Laufen aber halt dummerweise genau auf das zu, wo die Artillerie eigentlich einschlagen soll. Neue olympische Disziplin, Synchronsterben. Ja, also. Die sind hin. Danke, Jungs der Artillerie, habt ihr gut gemacht. Das, war zwar nicht der Plan, aber nehme ich dankend an. Oh, wir sollten gucken. Genau, hier können wir auch durch mit Infanterie. Das sollte man natürlich immer so ein bisschen kontrollieren. So, die werden wir hier mal wieder zusammenfassen. Die hier mal wieder rein, dann dahin schicken. Die auch mitwirken können. Die können wir schon mal vorziehen. Quasi mit ihren Kameraden zusammen sind. Pionier-HQ-Zug. Zug-HQ ziehen wir auch mal nach. Dass das alles schön da vorne ist. Ja, das ist Bataillons-Akku, das kann hinten bleiben. Nicht das Kompanie-Akku, Entschuldigung. Machen wir's? Da, zweite Kompanie, Panzerpionier-Bataillon 4. Gut. Dann warten wir, bis sie übergesetzt haben und dann können die quasi an Ziel Tiger ranspringen. Die sind außer Atem, das geht aber. Halt, stopp. Die sollen uns bitte mal... Tim ist mal wieder doof heute. Die sollen uns mal bitte dahin. Dann können die sich noch ein, zwei Runden ausruhen und dann gehen die mal bitte da rein. Wird das Gebäude auch sichern. Und dann sollten wir die Wieselfalt verlegen, dass sie hier... hier reingucken können. Ich denke, wenn Verstärkung nochmal kommt, kommt sie von dort und von dort. Oder können wir vielleicht beim nächsten Mal mit mehr Effekt den Gegner bekämpfen. Nochmal möchte ich ihm nicht die Chance geben, seine Einheiten zu verstärken. Bin mal gespannt, wie viel hier gerade noch auf der Map drauf ist. Also von dem, was hier an Feuer reinkommt, würde ich halt eigentlich sagen, es ist gar nichts mehr da. Also fast nichts mehr. Aber das täuscht natürlich auch immer sehr stark. So, Wiesel 1. Ja, Wiesel 1 kann dann so ja halbwegs gut wirken. Wiesel 2 stellt sich daneben. Und dann haben wir das da. Und hier können wir den Fuchs. Bup, bup.
Fuchs stellen wir da. Den können wir dann wieder öffnen, brauchen wir jetzt nicht. So. Aufs Atem, okay, ruht euch noch aus. Die sind sogar bereit, also sie sind gut rübergekommen. Dadurch, dass sie es nicht im Sprung gemacht haben, haben die also gut Kräfte gespart. Die sind sogar jetzt ausgeruht. Die können wir schon mal hier an die Ecke vorspringen lassen. Da haben wir es gleich nicht so weit. Doch, die gehen hier schon mal vor. Die sind gut dabei. Lassen wir dann die Gruppe als nächstes. Dann die Gruppe und dann das Haku. Dann können die den Block hier einnehmen. Dann können die Reste von dem Pionierzug versuchen, hier den Rest da ranzukommen. Indem sie dann hier unter der Brücke hier und dann direkt auf Ziel Panther angehen. Können sie sich hier reinspringen, wenn sie es müssen? Ja, wäre ganz gut, wenn sie hier reingehen, weil da ist die Tür. Nicht, dass sie hier im Innenhof dann verrecken. Ich denke, das ist ganz gut machbar. Muss jetzt halt auch wirklich sagen, wenn unsere Jungs nicht geschossen hätten wie die letzten Hansel, ne, dann hätten wir die feindliche Verstärkung relativ hart auch gleich beim Einfließen vernichtet. Ne, also. Hoffen wir mal nur, dass keine Panzer mehr auftauchen. Das könnten wir jetzt wirklich gar nicht gebrauchen. Würde ich auch doof finden. So. Außer Atem. Außer Atem ist mir eigentlich... Sollen die mal in Ruhe darüber gehen? Ganz entspannt. Ziehen wir schon mal die erste Gruppe vom nächsten Zug nach. Kann ich ja trotzdem mal in Position bringen, von wo sie auch wirken könnten. Bin ja so ein bisschen fast gewillt, einfach da Bämmchen drauf zu schmeißen. Ne? Wisst ihr was? Wir weisen das einfach mal an. Könnt's immer noch abbrechen. Aber ich glaube, dass da immer noch ein HQ-Trupp drin sitzt. Da oder da oder da. Und wenn wir eine Bombe in die Mitte schmeißen, dann scheuchen wir die vielleicht raus. Ich glaube, wir sind kurz davor, dass der Gegner hier kapituliert, wenn er keine Verstärkung mehr bekommt. Na, er hat es geschafft, nach 3 Stunden zu drehen, oder er ist jetzt kaputt? Nee, er hat es geschafft. Guter Mann. Top Mann. Da sehen wir immer noch nicht, ob das Rückschuss war, aber wenn es nicht kaputt wäre, jetzt schon. Das hätte den 10-mal ausgeschaltet. Ist jetzt auch gerade ein bisschen langweilig, denke ich mal, für euch. Aber das ist halt, ich denke, das ist so ein bisschen dem geschuldet, dass ihr hier am Anfang relativ stark
auf unseren brachialen Angriff gegangen sind. Und ich denke, dass einfach, dass der Gegner jetzt quasi die Mittel fehlen, uns jetzt nochmal wieder was entgegenzusetzen. Ich denke, dass der relativ auseinandergerissen ist. Nur schauen wir mal, ob wir da in das Gebäude reinkommen. Roger, en route to IP. Ich gucke jetzt auch einfach gerade nicht so viel von unten an, weil ich finde, dass einfach nicht so viel Spannendes passiert. Und das kostet halt auch immer Zeit und ich möchte jetzt schon... Wisst ihr, die letzte Mission hat halt schon 12 Teile gehabt. Und das ist dann halt schon sehr, sehr lang. Und ich merke ja auch dann, dass die letzten Teile einfach nicht mehr geguckt werden, weil es sich einfach zieht. Ne, wie Kaugummi. Und da muss ich natürlich immer so versuchen, den Mittelweg zu gehen zwischen dem, was Leute gerne noch sehen möchten. Und das Ganze an dem Detail zu zeigen. Combat Mission ist schön, sich im Detail anzugucken. Ich mache das auch immer ganz gerne wieder und ihr werdet auch merken, gegen mein Match gegen den Hobbygeneral, das Ganze ziehe ich ein bisschen anders auf. Aber hier möchte ich jetzt euch halt auch wirklich nicht zu lange, okay, gehen wir noch eine Runde, zu lange quasi die Teile mit voneinander ziehen. Wir sind jetzt schon wieder bei Part 4 und haben im Grunde genommen jetzt knapp 40 Minuten dann am Ende von Part 4 geschafft. Das ist halt nicht allzu viel, ne? Und jetzt gerade, was soll ich hier halt zeigen, wie die da unten durchstampfen? Sieht zwar ganz cool aus, ne? Mit dem Schlupf, den die haben, die brauchen mal neue Sohlen. Wenn die nicht so viel Schlupf haben beim Laufen. Okay, der Gegner bringt wieder Artillerie. Entschuldigung. Gehen mal ungefähr in die Hälfte des Gebäudes. Wäre natürlich schöner, wenn die wegen dem MG, wenn die da drüben wären. Sind sie aber nicht, hätte ich vorher planen müssen, aber eigentlich ist es auch nicht so wild, weil ich das MG später hier schon haben will. Also ist nicht so schlimm, dass es jetzt gerade hier drüben ist. Okay, die sind bereit. Bereit ist gut. Dann bleiben die da erstmal im Erdgeschoss, weil ich warten will, bis der Tornado angeflogen ist. Oder sein Bömmchen abgeschmissen hat. Eigentlich kann ich den auch... Gib den jetzt erstmal 1,5 Minuten Pause, bis dahin sie dann da sind, hat der Tornado geschmissen. Gehen wir lieber auf Nummer sicher, wir nehmen uns die Zeit. Blinkt was? Blinkt nichts. Ziele tief! Ziele tief? Ich nicht. Okay, das Gebäude hier hat auch zum Nachbargebäude keinen Eingang, haben die beide nicht. Okay. Okay,
Okay, er schießt dahin, damit können wir leben. Gut, das ist ja... Naja gut, wir können übers Dach, glaube ich, rüber. Übers Dach sollten wir gehen. Selbst beim großen Absatz. Das sehen wir dann. Okay, wenn sie bis jetzt noch nichts gefunden haben, finden sie hoffentlich auch nichts mehr. Halt, stopp. Ihr seid die Falschen. Hoffentlich kostet uns das nicht gleich Kopf und Kragen. Nur wir versuchen mal. So. Ja, was sagst du, wann kommt der? Vorbereitung 1 Minute, das wäre ja spitze. Ob er dann natürlich noch trifft, das ist ja wieder was ganz anderes, aber... Gut ist, wenn der Gegner, wenn ein Gegner gleich auf die schießen würde und der wäre irgendwo oben, dann würden die trotzdem wahrscheinlich keinen Ausfall haben, weil hier so viel Feuer sofort auf den kommen sollte. Auf dem Dach ist es natürlich gefährlich für die, aber wenn die hier rüberkommen nachher auf dem Dach, dann lassen wir die quasi dann ein Stockwerk tiefer runterjagen und das MG-Gruppen, die MG-Gruppe bleibt dann auch hier. Die kann ja dann hier den ganzen Innenraum quasi so ein bisschen decken. Ja, es geht weit. Gucken, wo er wirklich hinschießt, aber ich glaube, das betrifft uns jetzt erstmal noch nicht. Dach und dann jagen. Fünfter. Dach. Jagen. Achter. Erstmal machen wir mal als eilig. Dann Innenhof. Dann haben wir's. 1 Minute. Dann hoffen wir mal, dass der Tornado jetzt kommt und das Gebäude auch trifft, wo wahrscheinlich gar keiner mehr drin sitzt. Okay, die können rüber. Meine Güte, wo bombt der denn hin mit seinen verdammten Artilleristen? Ist aber auch ein nerviger Geselle. Oh, da hat es einmal erwischt. Ja, die hocken da. So sind die. Ganz unten. Da kommen wir natürlich auch schlecht ran. RPG-Trupp und normal. Müssen wir schon ziemlich rüber verlegen, um an die ranzukommen. Aber wenn, haben wir sie gefunden. Gut, die... Nein, jetzt gehen die runter. Verdammt. Die den Feuerkampf gewinnen. Interessant. Interessant. Gut, dann... Drauf, aber voll drauf. Können von dort aus nicht wirken.
Dann erstmal da, fünfte Etage, Sicht. Sofort rauf. Keine Zeit. Ausgeruht. Ausgeruht ist gut. So, jetzt aber bitte, Tornado. Okay, das geht näher, also er schießt hier hinten wieder auf den Bereich. Der ergibt sich. KPZ. Ehrlich, ey, da kommen die ausgerechnet jetzt nochmal mit dem KPZ. Und ich hab's erwartet, ne? Ich hab's erwartet. Aber so nicht. Ja, wenn da noch mehr kommt, können wir das abhaken. Ey. Okay, bei denen ist die Moral jetzt wohl echt im Arsch. Okay, das war's dann auch. Okay, der Panzer war jetzt am Ende halt nochmal das, was quasi uns überzeugen sollte. Hat nicht funktioniert. Ja, wenn wir jetzt weiter vorgegeben wären, vorgegangen wären, wäre er vielleicht nochmal gefährlich oder weniger gefährlich geworden. Wir sehen jetzt, wir haben 19 Mann verloren, das ist ziemlich viel für diese Kampagne. Der Gegner hat 105 Mann tot oder verwundet, 2 Mann gefangen genommen, 1 Panzer verloren, 2 Fahrzeuge verloren, 16 Mann sind jetzt noch okay. Wir gucken uns das jetzt mal auf der Karte an. Okay, hier hätten wir noch einen Speer gehabt, den wir nicht gesehen haben. Ah, okay, DTS ist hier so ein halber Zivilist. Da muss man quasi genau dran sein, um den zu sehen. Dann hätten wir hier noch einen HQ-Trupp gehabt. Okay, die hätten wir auch so nicht gefunden so leicht. Hier wäre noch ein MG gewesen. Mehrtgeschoss nehme ich an, weil hier, ja. Hier noch Fallis, 2 Stück. Und hier noch ein MG. Das haben wir gar nicht bemerkt, das hat auch nicht auf uns geschossen. Und hier ja ein T-55 AMV. Hätte natürlich sein können wegen der Reaktivpanzerung, dass sie da keinen Durchschlag geleistet hätten. Aber hier, ihr seht, eine Penetration hätte sicherlich das Geschütz schon ausgeschaltet. Der hätte uns jetzt hier echt Probleme. Also wenn der nicht so doof vorgefahren wäre, hätte der uns hier beide Wiesel ausschalten können. Ne? Okay, hier wäre die IED gewesen. Okay.
Ja. Ah, und dann tatsächlich, also hier hätte noch der Rest von dem HQ-Trupp drin gesessen. Die hätten wir jetzt halt weggebombt. Wäre nochmal schön gewesen, mit dem Luftangriff aufzuhören. Aber mit dem Panzer, also ich habe so ein bisschen damit gerechnet, ne? Weil, weiß ich nicht, TOW-Wiese und von der ganzen Aufmachung her. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass noch zwei oder drei kommen, aber das wäre dann echt schwierig für uns geworden. Der eine war schon hart. Oder hätte hart werden können. Wir haben den hier relativ souverän, weil unsere Jungs, gerade weil unsere Pioniere ja ihre Panzerfäuste noch nicht so verschossen haben, anders als die Gebirgsjäger, haben die den dann auch souverän ausgeschaltet. Aber es hätte schwierig werden können, weil unser TOW-Wiesel hier ja keinen Schützen oder keinen Kommandanten mehr hatte, der die Milan feuern konnte, ne? Die TOW, Entschuldigung. Also das hätte böse ausgehen können. Aber so wurde er dann halt souverän vernichtet und auch die Besatzung, die ist gerade ausgebootet und war dann sofort hinüber. Lag jetzt halt daran, dass wir auch schon rüber sind. Gut. Wir wissen ja, dass es die letzte Mission ist, also machen wir jetzt hier auch mal auf Ende. Blaue Streitkräfte, vollständiger Sieg, das wussten wir natürlich, war uns jetzt nichts Unbekanntes. Und wenn wir jetzt mal gucken, über die ganze Kampagne, wir haben 49 Mann tot. Wir haben 73 Mann verwundet, ein KPZ verloren, fünf Kampffahrzeuge verloren, ein Fahrzeug, das müsste ein Jeep gewesen sein, und ein Tornado müssten wir verloren haben. Demgegenüber stehen mit ungefähr 2000 Ma Toten, 64 Gefangenen genommen, also hier als vermisst geführt, aber sind ja gefangen genommen, 47 Panzer vernichtet, 52 Kampffahrzeuge und 23 Fahrzeuge. Sieht das jetzt erst natürlich einmal beeindruckend aus, boah, so viel im Verhältnis. Fakt ist aber, dass und das ist mein großer Kritikpunkt an dieser Kampagne, dass der Gegner sich an vielen Stellen sehr, sehr dumm, also sehr dumme KI-Befehle lag. Ich erinnere da mal an den ganz doofen Vorstoß, einfach nur vorwärts und total reingerasselt in meine KPZ. Natürlich hat die syrische Armee einen anderen Ausbildungsstand als vielleicht eine westliche Armee. Was heißt natürlich? Das kann man auch gar nicht so verallgemeinern. Sie hat ihn vielleicht, aber deswegen würden die sich nicht grundsätzlich doof verhalten. Ja? Und gerade in so einer Kampagne kann man ja eher zeigen, hey, die haben das schlechtere Equipment, aber die verwenden vielleicht in ihrem bekannten Bereich interessante Taktiken an. Und diese Kampagne hat mich die meiste Zeit über eher so ein bisschen ermüdet, weil ich die Mission nicht sehr spannend fand, weil ich die KI doof fand an vielen Stellen. Also ich spiele eigentlich sehr, sehr gerne die Bundeswehr, und als damals die Bundeswehr-Kampagne, als ich gesehen habe, dass es die in Shock Force gibt, war das einer der Gründe, warum ich mir Shock Force gekauft habe. Ja? Im Nachhinein muss ich einfach sagen, dass ich die USMC-Kampagne viel besser fand, weil die viel abwechslungsreicher war, weil die viel mehr unterschiedliche Konzepte angegangen ist. Ja, die hatte Bugs drin und die hatte auch doofe Missionen drin, wo ich wirklich gesagt habe, meh, finde ich nicht so schön. Der größte Pluspunkt an der Bundeswehr-Kampagne sind für mich die Wiesel, weil ich Wiesel total geniale Fahrzeuge finde. Waffenträger Wiesel, die jetzt nicht mehr ganz, China hat einen Eigenbau, also ne, kaufen einen Wiesel oder die Erfahrung des Wiesel-Konzepts. China hat ein ähnliches Fahrzeug jetzt konstruiert. Bis dato war, wenn ich mich nicht irre, das Wiesel die einzige moderne Tankette. Ich finde dieses Fahrzeug einfach genial. Ja. Und das habe ich in der Kampagne, habe ich das, hat uns das auch sehr geholfen. Ich fand auch die Einheiten gut, und die Bundis sind mit ihren Panzerabwehrwaffen schon deutlich besser als die USMC mit ihrem Small in dem Spiel. Ich finde, sie sollten alle ein bisschen besser sein, weil das Small hat, wie gesagt, hat dieses Spotting Rifle. Ich will mich jetzt auch nicht festquatschen. Und die Panzerfaust hat auch eine sehr gute Optik. Und das da gefühlt, das kommt natürlich auch ein bisschen durch die Menge
die Syrer dabei haben, aber die Syrer, gerade die Fallschirmjäger, sind schon sehr, sehr gut mit ihrer RPG. Und ich finde, da sind sie im Verhältnis ein bisschen stärker als die Bundis oder gerade als das USMC Corps, wo ich, USMC Corps, genau, das United States Marine Corps, weil, ne, doppelt hält besser. Also ich finde, das USMC hat schon deutlich Schwächen bei den reaktiven Panzerbüchsen, obwohl sie damit so gut ausgestattet wären. Ich werde mich jetzt erstmal, so viel kann ich schon versprechen, von dem modernen Setting erstmal wieder verabschieden. Zwei Kampagnen hintereinander sind definitiv zu viel. Ich war sehr ermüdet am Ende. Es ist nun mal so, RTGMs sind anstrengend für den Spieler, weil man deutlich mehr aufpassen muss. Das war auch einer der Gründe, warum ich meistens am Anfang einer Mission Dächer einfach leer gefegt habe mit Artillerie. Einfach weil ich gesagt habe, diese Dinger sind gefährlich und ich wollte mir die Verluste nicht leisten. Da kann man jetzt sicherlich, und der Kritik stelle ich mir auch sagen, hey, Rules of Engagement, du sollst nicht alles niederknüppeln. Ja, das stimmt. An manchen Stellen habe ich wohl bewusst die Rules of Engagement missachtet und es wäre für mich, von mir als Spieler natürlich besser gewesen zu sagen, hey, halt dich an die Rules of Engagement. Da gebe ich euch vollkommen recht, ganz großer Kritikpunkt an mir. Andererseits, ihr habt es jetzt schon gesehen, wir sind gegen Ende. Ja, die Mission war leicht ausgelegt, aber jetzt überlegt mal, wir hätten vielleicht bei den Gebirgsjägern und den Pionieren noch einen Zug oder anderthalb Züge mehr verloren. Dann wäre dieses Ding sehr, sehr schwer bis nicht mehr schaffbar geworden. Denn ihr müsst überlegen, wir haben jetzt so schnell am Anfang den Feind vernichtet, weil wir so starke Feuerüberlegenheit herstellen konnten. Nicht, weil wir so gute Taktik hatten, sondern wir haben einfach gesagt, wir stellen massive Feuerüberlegenheit her. Das hat uns jetzt am Anfang quasi den Feind so schnell vom Pelz gerückt. Andererseits wäre das zu einem richtig harten Straßenkampf geworden. Ja, deswegen. Nichtsdestotrotz, die Kampagne ist vorbei. Vermutlich wird es dann im Zweiten Weltkrieg mit der US-Kampagne, mit der anderen den Final Blitzkrieg weitergehen. Oder ich werde mal die russische Kampagne weiterspielen, wobei ich da nicht so ganz so viel Lust, also nicht die russische, sondern die Red Thunder, die Wehrmachtskampagne Red Thunder weiterspielen. Da habe ich aber nicht so viel Lust auf. Ich denke, es wird die US-Kampagne. Wir können mal wieder US spielen, das wäre schon mal ganz interessant. Mir bleibt an dieser Stelle, mich nur bei euch zu bedanken für die Aufmerksamkeit. Die Kampagne war sehr lang, hat sich auch sehr gezogen. Trotzdem gab es immer wieder Leute, die die Videos geguckt haben und auch sehr intensiv geguckt haben. Dafür möchte ich mich sehr bedanken. Auch für die vielen Kommentare, die es gab. Also für mein Verhältnis gab es schon sehr viele Kommentare. Und das Ganze hilft mir einfach, mich selber zu verbessern. Dafür auf jeden Fall danke. Und ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Kampagne wieder mit dabei. Und auch demnächst bei dem PBM gegen den Hobbygeneral, um hier nochmal Werbung zu machen. Im besten Fall ist das natürlich schon veröffentlicht, wenn ihr dieses Video guckt. Im schlimmsten Fall zieht sich das Ganze noch ein bisschen, aber dann würde ich da auf jeden Fall mal reingucken, denn es ist spannend. Es sieht für mich auch an vielen Stellen gar nicht so gut aus, aber zu viel verraten will ich nicht. Guckt rein, wenn euch Combat Mission interessiert. Ansonsten haut rein, bis denn dann. Schickt Speer voran, die retten euch den Arsch. Bis denn dann, macht's gut. Ciao, ciao.